BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Platzregen und Hochwasser, das waren dieses Jahr auch Probleme in der Landwirtschaft. Gerste, Weizen, Mais, landesweit sinken die Erträge zwischen 11% und 20%. Außerdem das ständige Sorgenkind, der Milchmarkt. Pressegespräch auf einem Hof in Steinhilben. Auch Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis nehmen teil und hören sich an, was Kreisvorsitzender Gebhard Eierstock berichtet. Landesweit zwischen 11% und 20% weniger Ertrag. Im Weizen, in der Gerste, im Mais. Viele Böden durch Platzregen und Hochwasser zu lange vernässt. Der kaputte Milchmarkt, die Zeiten sind alles andere als rosig. Milchpreise lägen zwischen 22 und 25 Cent netto. Zu wenig für die Milchbauern mit ihrem Vieh. Die EU hat nun Ausgleichsmittel bereitgestellt, aber die seien bei weitem nicht ausreichend, so Eierstock. Aber es liegt auch dann nur im Centbereich. Und wenn man eben uns vor Augen halten, dass eigentlich so der Milchpreis, dass im Grunde 10 Cent fehlt am Liter Milch, dann bedeutet das halt für den Milchviehbetrieb, der, sage jetzt mal, Richtung 60 Kühe hat, 500.000 Liter Quote, dann sind es halt 50.000 Euro im Jahr, die so einem Betrieb fehlt. Und die sind eigentlich mit nichts auszugleichen. Bessere Preise müssen her, so Eierstock. Eine angedachte Mengenregulierung wäre auf einem globalen Markt zu kurz gedacht. Denke global, Handel lokal. Wie also soll die Landwirtschaft in der Zukunft aussehen? Direktvermarktung, Milchtankstelle, das alles rette keine Betriebe, so Eierstock. Es gibt weitere Überlegungen, regionale Marken zu stärken. Und ich glaube, das wird ein Weg sein müssen, auch in Baden-Württemberg, wie man hier die Milch, die man regional produziert, auch regional stärker vermarktet, dieses Bewusstsein auch in der Bevölkerung stärker vermittelt. Und im Übrigen gilt es natürlich nicht nur für die Milch, es gilt für alle weitere Produkte. Ein schwieriges Jahr für die Landwirtschaft. Der Kreisbauernverband rechnet mit einem erheblichen Einkommensrückgang. Viele fragen sich nach dem Sinn, soll ich meinen Betrieb noch ausbauen? In vielen Bereichen mache sich Resignation breit, so Eierstock. Hinzu kommen Verordnungen auch zum Tierwohl. Natürlich ein wichtiges Thema, was ständig in den Medien ist, und die Frage natürlich, wie viel Tierwohl können wir in der Produktion umsetzen und auch zu welchem Preis. Und wenn man aktuell beispielsweise sieht, die Forderung auch von Edeka für die Milchproduzenten, für ihr Tierwohl-Label, was sie umsetzen wollen, für ihr Edeka-Eigenmarke, dann sind die Forderungen so hoch, dass sehr viele Betriebe das schlicht und einfach nicht erfüllen können und zu denen Preise, die derzeit zahlt, war schon gleich gar nicht. Der Wettbewerb unter den Discountern übe viel Druck auf die Erzeuger aus, so Eierstock. Bleibt der Druck, können viele Erzeuger nicht standhalten und müssen schließen. Für Eierstock wird es eine grundlegende Veränderung brauchen. In Blochingen ist ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 42-jährige Fahrer eines VW verlor hinter dem Steuer sein Bewusstsein und kollidierte mit dem Radler. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Als der Fahrer wieder zu sich kam, rief er selbst die Polizei. Der Grund für den Verlust des Bewusstseins soll eine medizinische Ursache gewesen sein. Der Koalitionsvertrag ist wohl nicht die einzige Verabredung, die Grün-Schwarz miteinander getroffen hat. Schon Mitte Juli enthüllte die Südwestpresse geheime Nebenabsprachen, am Samstag dann noch weitere, vor allem zu einem Sparpaket. Demnach sei geplant, 5.000 Stellen im Landesdienst zu streichen, bei der Beamtenbesoldung zu kürzen und die Grunderwerbssteuer zu erhöhen. Nun hagelt es auch Kritik aus den eigenen Parteien. Die SPD hat einen Antrag auf Aufklärung gestellt. Kretschmann und Strobel haben die Absprachen eingeräumt und gleichzeitig als nichts Verwerfliches verteidigt. Die Gewerkschaft GEW fordert mehr Geld für Hauptschullehrer. 80 Millionen Euro wären demnach notwendig, um alle Hauptschullehrer nach A13 zu befördern. Das sei nötig, denn sie haben ein schwieriges Klientel, Ganztagsschulbetrieb, Berufsorientierung und auch noch Inklusion zu meistern, so die GEW. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Das ganze Land bekommt morgen wieder ordentlich Sonne ab. Bei Werten zwischen 24 Grad in Albstadt und 28 Grad in Mannheim sollte der Dienstag ein angenehmer Sommertag werden.
Der Mittwoch legt dann nochmal einen Zahn zu. Die Sonne bleibt, die Temperaturen steigen, Spitzenwerte bei 33 Grad in Karlsruhe.